Also ich bin ein Fulda-Jung, so sagt man in Fulda halt, zu einem Jungen. Fulda, da bin ich als Kind aufgewachsen, vom Klein auf kenne ich nur Fulda. Und das Leben halt, wie wir dann zur Schule gingen, war noch sehr schwer. Wir waren vielleicht zwei Evangelische in der Klasse, die anderen waren alle katholisch. Das war natürlich in Fulda eine Sache für sich. Wir wurden immer ein bisschen gemobbt oder ein bisschen an die Seite gedrängt. Heute muss ich sagen, es ist also heute kaum noch Unterschied. Wir sind in Ziers Nord, wie gesagt, die beiden Pfarreien, katholisch, St. Paulus und Bonhoeffer Gemeinde, wir sind praktisch ein Herz und eine Seele. Ich studiere Theologie und da wird einem nahegelegt, auch mal den Studienort zu wechseln. Und irgendwie war Marburg sofort ganz weit oben auf der Wunschliste. Und dann bin ich hergekommen und dann habe ich mich gleich in die Stadt verliebt und in die Fakultät. Es ist schön, man fühlt sich wie zu Hause, weil man nicht durch eine Riesenstadt geht und total anonym rumläuft, sondern man hat seine Leute und man trifft sie auch immer und es ist einfach, ist schön. Ich liebe den kleinen Ort, nicht die große Stadt. Warum soll ich umziehen zu Berlin oder zu Frankfurt? Wenn ich dort gehe, ich bin ein Fremder dort. Aber hier, jeden kennt mich. Die Kinder, die Jungen, die alten Leute. Ich bin Hersfelder. Ich habe ganz lange gedacht, dass Heimat immer da ist, wo man geboren wurde und aufgewachsen ist. Und habe ja auch sehr, sehr lange im Norden gewohnt und bin dann hergekommen und habe dann gemerkt, das ist irgendwie meine neue Heimat geworden. Heimat bedeutet für mich, wo meine Familie groß geworden ist, wo ich meine Frau kennengelernt habe, wo wir zusammen leben und wo wir uns wohlfühlen. Hier ist Stadtkirche. Hier ist meine Heimat und es ist mein Powerhouse, wo alles meine Kraft liegt.